Sozialhilfe für alle, Geld spielt keine Rolle. Das Bundessozialgericht hat entschieden und damit den Bezug zur Realität komplett verloren. Faulenzen lohnt sich, zumindest bei uns, dem Paradies der Laumichel und Leistungsverweigerer. Mehr als 500 Millionen kostet der Wahnsinn. Mindestens zahlen sollen das die Kommunen, aber die sind eh fast alle pleite. Schulen verrotten, Straßen vergammeln, Brücken brechen auseinander. Egal, Hauptsache die Arbeitsallergiker aus halb Europa fühlen sich bei uns wohl. Wie kann man so eine Entscheidung treffen? In Zeiten von Flucht und Vertreibung. Und das, obwohl der Europäische Gerichtshof auch noch ganz anders entschieden hat. Ja, zum Unterschied, sagten die Euro-Richter noch im September. Einheimische und Zugewanderte dürfen unterschiedlich behandelt werden bei Arbeitslosigkeit. Alles andere ist weltfremd. Aber unsere feinen Richter wissen es besser. Ein Urteil ohne Sinn und Verstand, dafür umso gefährlicher. Wer unsere sozialen Standards erhalten will, muss sie schützen vor Missbrauch und Überlastung. Hilfst du mir, helfe ich dir. Das ist die Basis eines vernünftigen Miteinanders. Wer nur kommt, um zu kassieren, ist einfach nur ein Abzocker. Und das ist alles andere als sozial.